Wie sehen Sie die Ausgangslage vor der Wahl in der Steiermark? Schlecht. Ich sage, dass der Drechsler wird. Ja, glauben Sie nicht an einen Sieg der FPÖ? Nein, glaube ich nicht. Ich hoffe FPÖ. Warum? Warum? Weil die anderen immer nur liegen und immer nur Plätzchen machen. Das heißt, die FPÖ hat für Sie den besten Eindruck hinterlassen? Finde ich schon, ja. Der Herr Kunasek sowieso, ja. Wenn alle so zusammenarbeiten würden, dann wäre es schön. Dann wäre es schön, ne? Aber das tun sie nicht. Jeder geht auf den anderen los. Und das mag ich überhaupt nicht. Verstehst du? Ja. Gell? Nein, das ist nichts. Da wird nichts. Da wird nichts draus. Gell? Sehen Sie generell auch die Situation in der Steiermark? Was braucht es die nächsten Jahre in der Steiermark Ihrer Meinung nach? Wo drückt am meisten der Schuh? Ja, ich bin Pensionist. Also ich muss sagen, dass sie mehr für Öffentliches machen. Mit wenig Autofahrten. Und so halt, dass mehr getan wird für die Bevölkerung. Ich hoffe, dass einmal die Arbeitslage ein bisschen besser wird. Nach welchen Themen haben Sie Ihre Wahlentscheidung getroffen? Die Themen. Dass halt alles ein bisschen einfacher wird in Zukunft. Welche Partei hat für Sie den besten Eindruck hinterlassen im Wahlkampf? Welcher Kandidat? SPÖ. Schwer zu sagen. Es ist schwer. Aber ich sage zu 70% Drechsler.